The Week on Enter, herzlich willkommen. The Week on Enter, das ist der Moment, wo wir von Enter euch auf dem Laufenden halten, was wir für die kommende Woche geplant haben, wo wir drehen werden, was wir euch zeigen werden, aber auch eure Kommentare aufgreifen, derer wir nach wie vor gerne noch viel mehr von euch haben möchten, aber sehr, sehr schöne bekommen von euch in letzter Zeit. Während ich jetzt auf Dietmar warte, der mal wieder wie immer auf sich warten lässt, möchte ich einen Hinweis in eigener Sache machen. Enter nimmt teil am Webvideopreis 2013 und wir bitten euch um euren Support. Will heißen, geht auf webvideopreis.de. Dort haben wir unsere Videos eingereicht, die in verschiedenen Kategorien von euch geliked und geshared werden sollen. Aber das geht nur direkt über die Seite webvideopreis.de. Herzliches Dankeschön. Der Sommer ist da. Hier sind Julia und Dietmar von Enter Berlin. Matisse Games, an dieser Stelle Chanquille für die vielen Enter-Sticker, die du in unserem Namen gepostet hast. Ein Haufen Sticker hat auch Melissa gesehen, als sie auf der Sticker-Convention gewesen ist. Und sie hat euch gefragt, Sticker überall im urbanen Lebensraum, ist das Kunst oder Scheiße? Viele wie Jan Hartling haben geschrieben, ist geile Scheiße, auf jeden Fall. Kellogg's LP, der hat geschrieben, sowas ist Kunst der Neuzeit. Ja, viele schöne Kommentare gab es auch für unser super schönes Nude-Stück über K. Paul von Lexi und K. Paul, die gerade ihre aktuelle Platte Attacke veröffentlicht haben. Endzeitkind-LP hat geschrieben, überhaupt nicht meine Musik, aber sehr gechillter Typ, hätte nicht gedacht, dass er so auf dem Boden geblieben ist. Cool. Cool, dass du so sau viel schreibst. Ich lese übrigens dein Twitter alle 20 Minuten. Mach weiter. Kannst auch mal unseren Enter-Kanal abonnieren, wir haben nämlich jetzt auch einen Twitter-Account, auch in der Videobeschreibung. Genau, und diese Limited Edition könnt ihr gewinnen. Also wenn ihr Bock auf diese CD habt, müsst ihr nur unseren Facebook-Post auf Enter Berlin sharen, den wir da gemacht haben. Und dann werden wir unter den Shares die CD verlosen. Nur noch 60 Quadratmeter sind übrig von dem wunderschönen großen 2000 Quadratmeter Tacheles-Gelände. Unser Stück hat sich damit auch ein bisschen beschäftigt. Und da haben wir auch einen Kommentar von XX, der Dude XX bekommen. Das war so 90er Jahre Hashtag-Scheiße. Berlin, eine Stadt ohne Kultur. Berlin ohne Kultur. Not realistic. Dann hatten wir Beto Rea bei Enter Berlin. Er war im Nude und er hängt Menschen an Haken auf. Ja, und Mr. Yadi Gore hat geschrieben, dieses Format ist grandios, also unsere Nudes per se. Vielen Dank dafür. Und Mr. Yadi Gore liebt es, wenn man Kultur so unkommentiert vor sich haben darf. Genau, das ist einfach Kunst und Kultur, die spricht für sich selber. Wir zeigen sie euch nur. Baba Haft, Motherfuck, hat geschrieben, tut mir leid, ich find's krank, ich muss es disliken. Auch verständlich, ist nicht jedermanns Sache. Ist auch scheiße. Es kann einem da auch ein bisschen komisch bei werden, wenn man das sieht, wie da die am Fleisch aufgehangen werden. So, das waren die Kommentare für diese Woche. Jetzt hätte ich fast Lust auf einen Burger, aber es gibt auch gutes Eis in der Gegend und deswegen treffen wir jetzt Herrn Görki. Eiscreme! Da ist er auch schon. Hey, hallo. Perfekt. Nimm das hier. Dankeschön. Merci. Mua. Keine Küsse, nicht vor der Kamera. Ja, wir drehen ja diese Woche zusammen. Ja. Melissa hat Lust, dich zu besuchen. Ja, freut mich. Ich mache ja hier das Praktikum bei Enter Berlin und der Enter Berlin ist ja Urban Culture. Und weil ich ja einen Fitnesskanal habe auf YouTube, Görki, und auch Fitness irgendwo auch eine Kultur ist und gerade in Großstädten wie in Berlin entwickelt sich sowas mal echt rasch. Und CrossFit zum Beispiel ist ein Thema und das würde ich euch gerne mal hier auch vorstellen auf dem Kanal. Und, Dr. Boy, willst du mal lecken? Du gierst schon die ganze Zeit. Hier, komm her. Ich mach das mit dem Löffel hier. Oh Gott, jetzt tut er nicht so. Genau, weil manche Leute gehen ja nicht gerne ins Fitnessstudio, wie ich. Deswegen Eis essen. Eis essen und zu Hause einen Görki anmachen. Oh nee, scheiße. Was haben wir noch diese Woche? Ein paar sehr, sehr schöne Sachen. Zum einen hat Steven Ratajak geschrieben, er würde gerne wissen, wann unser Stück über die Lomographic Society kommt. Jan wird es für Freitag fertigstellen. Das kommt also am Freitag. Ja, Big Pimpin. Morgen haben wir was super, super, super Großartiges von dem internationalen und meinem absolut liebsten Urban Artist JR. Dirk war vor Ort, hat ihn getroffen, was absolut eine Seltenheit ist. For me, the pacing, the actual action, the whole process, I would say, is the art. Hochexklusiv sind Konzertmitschnitte vom Konzert von dem großartigen Soul, Jazz, Blues Sänger Charles Bradley und das ist wirklich exklusiv. Also diesen Konzertmitschnitt gibt's nur bei Enter. Das kommt am Donnerstag. You told me that you love me, baby. Schreibt uns auch weiterhin so viele nette, schöne, kritische Kommentare, mit denen wir uns gerne auseinandersetzen. Und bleibt fit, bleibt glücklich, esst Eis und auch für alle, die jetzt nicht in Berlin sind, nee, für alle, die in Berlin sind,
Der Frühling wird auch hier endgültig eintreffen. Ich gebe meinen Tipp ab, 1. Mai in Berlin. Am 1. Mai wird es warm in den Berliner Straßen. Wir sehen uns nächste Woche wieder, da ist dann Josh auch wieder back in town. Und ja, da gibt es mehr von The Week on Enter. Bis dahin. Macht's gut. Gehabt's euch wohl. Tschüss.